Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Payware Add-on Düsseldorf inklusive den beiden Mini-DLCs M2 und Linie 721 und fahren heute die Rücktour der 733 bzw. eigentlich nur den Teilabschnitt, der hier wiedergegeben ist, nämlich zwar hier von der Mercedesstraße bis zum Staufenplatz. Und das Ganze machen wir auch weiterhin mit dem mitgelieferten Solaris Urbino 4 in der 18 Meter Version. Der hat einen Euro 6 Motor im Heck und ein Automatikschaltgetriebe von Void. So, wir blinken schon, die Leute warten schon, also Pfeile an und in den Bus, halt in den Bus und machen selbigen an. So, ihr seid schon drin. Dann gucke ich mal, muss ich da hinten noch was freigeben? Ja. Jetzt. So, dann. Abfahrt. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier hinten durchkomme. Der Kollege steht hier in der zweiten Reihe. Das finde ich ja richtig geil. Gucken wir mal, dass wir da dran vorbeipassen. So, und dann haben wir einen schönen Wendehammer. Jawohl. So, Ansagen sollten hoffentlich automatisch kommen. So, leichte Verspätung haben wir ja doch, da ich ein wenig rumgetrödelt habe hier. Wir hatten ja nur 2 Minuten Übergang. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir auf die Busspur. St. Franziskus Kirche. Kommt nicht erst noch die Heinrichstraße vorneweg? Da müssen wir das gleich wieder korrigieren. Oh, hier sind allerhand Leute, da haben wir wirklich Zeit zum Korrigieren. So, dann bitteschön, ich mache euch auch mal die zweite Tür mit auf. Hallo. Hallo. Ich brauche nur eine Kurzstrecke. Kurzstrecke, das sind 1,70. Bitteschön. Einmal Kurzstrecke Schüler. Na, du siehst mir nicht mehr aus wie ein Schüler. Hallo. Ich geb dir mal normal, während der Kollege mit der Tram abbiegt. Ich wollte ein Schülerticket kaufen. Ja, Moment, bitteschön. Ein Erwachsener, bitte. Und auch das sind 92. Dankeschön. Zack. So, dann werden wir jetzt gleich mal noch. Kollege Tramfahrer, du stehst noch in der Kreuzung und ich hätte Abfahrt. Haltestellenliste. Zack. Heinrichstraße sind wir, jawohl. So. Türen zu. Wir haben natürlich keine Fahrt mehr. Na, lassen wir uns mal überraschen. Oh, hier kommt direkt noch eine Trambahn. Hatte ich mich in irgendeinem Video beschwert, dass ich zu wenig Trambahn sehe, nehme ich dann hiermit zurück. Jetzt dürfen wir wieder. So, dann ordnen wir uns gleich entsprechend richtig ein, weil wir nämlich hier abbiegen müssen.
St. Franziskus Kirche. Warum ist er eigentlich nicht grün? Ja, die haben jetzt grün, ich habe rot, hätte ich gleich mit abbiegen können und ein wenig meine Verspätung abbauen können. Jetzt dürfen wir. Ja, und da haben wir schon fast 5 Minuten und sind gerade erstmal ums Eck gefahren. So, schlagen wir mal ein bisschen schärfer ein, ohne da hinten jemand zu tirschieren. Und das war zu scharf. Wir müssen aber hier rein und dann passt das schon. So. So, und das Mädchen hat ganz schön lang gewartet, bis wir da waren. Dann, bitteschön. Ja, ich stehe ja noch nicht nah genug dran. Oder möchtest du gar nicht mit mir mitfahren? Ja, wenn du nicht möchtest, weil ich muss nämlich hier auch irgendwann wieder rauskommen. Gucken wir mal. Nein, sie möchte nicht mit. Bitte mal an das Telefon gehen, ich kann jetzt gerade nicht. Max halbe Straße. Ja, nun ist gut. Bitte rangehen. Das nervt ein wenig. Sorry. So, die müsste doch dann hier sein. Da sehe ich was. Bitteschön. Hallo. Winkestraße. Hallo. Hallo. Mörsenbrucher Weg.
So, dann bitteschön. Und hallo. Guten Tag. Hi. Hallo. Hallo? Einmal Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke sind 1,70, bitte. Danke. Danke. So, es ist immer noch rot. Und da drüben fährt der Gegenkollege. Jawohl. Grafrecke Straße. Oh, nee, das schaffe ich nicht mehr. Das war noch dunkelrot. Sorry, macht man nicht. Hallo. So, wenn hinter uns nichts ist, dann ziehen wir gleich auf die linke Spur rüber. Oder müssen wir noch auf der rechten bleiben? Wie war denn das gleich? Ne, rein theoretisch müsste noch eine Haltestelle kommen. Frautierstraße. Genau, da bleiben wir mal noch ein bisschen rechts. Da waren wir zu zeitig rübergezogen. Hallo. Hallo. So, jetzt müssen wir uns aber links einordnen, weil wir da vorne abbiegen wollen. Dankeschön. Schlüterstraße Arbeitsagentur. Ups. Die fahren alle rüber, dein fahrt auch rüber. Dankeschön. Oh, da kommt aber erst noch Kollege Trampa in Fahrer. Och, die Haltestelle ist mitten in der Kurve. Okay. Hätte ich also doch rechts bleiben sollen. Okay, mein Fehler. Muss mal schauen, dass wir jetzt irgendwie rüberkommen. So, es wird grün und dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht irgendwie rüber dürfen. Der lässt uns rein. Dankeschön. Weil ansonsten können wir hier nämlich nicht halten. So, wir müssen aber dann trotzdem nach links rüber. Ne? Das passt ja wieder perfekt. Hallo. So, und jetzt einmal ganz nach links einordnen. Ja, da ist man nämlich voll. So, da ist richtig voll. Der Grüne lässt uns schon mal raus. Ich ziehe mal hier vor und dann gucke ich mal, dass ich an der Ampel irgendwie rüberfahren kann. Weil eine Busampel sehe ich nicht, dass ich hätte dort vorne mich einordnen sollen.
Und eigentlich dürft man jetzt gar nicht nach links rüber, weil durchgezogene Mittellinie, ihr seht es ja im Spiegel. Können wir uns das mal ranzoomen, vielleicht sehen wir ja. Und wenn ich mich recht erinnere, geht ja diese durchgezogene Mittellinie schon von da hinten. Das heißt also, wir verhalten uns auf jeden Fall so oder so verkehrswidrig. So, dann gucken wir mal, wer uns dann hier reinlässt. Der Weiße lässt Platz. Dankeschön dafür. Ach, wir sollen eh auf die Busspur. Dann machen wir das da auch. Staufenplatz. Und da sind wir schon am Ende der Linie. Also, den Linienabschnitt, den wir hier fahren können. Ist dann doch relativ kurz, finde ich. So, wir fahren ungefähr bis hier hin. Und dann aussteigen, bitte. Der Bus endet bereits hier. Wo ist der Wink? Allerhand Leute, was drin war. Sehr schön. So freut mich das. So, dann fahren wir noch zum Pausenplatz. Und dann passt das. So, hier haben wir grün. Ach, da hinten haben wir extra Abbiege. Die haben rot, wir haben grün. Diese Linie endet hier. So, ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen eng. So, und da sind wir wieder zurück am Staufenplatz. Und haben es schon geschafft. Oh, ich bleib mal hier stehen, nicht bis ganz davor. So. Und da kommt der Fahrplan. 4 Minuten 50 sind wir zum Schluss hin zu spät. Ne, wir sind sowieso generell zu spät gewesen. Aber okay, so. Dann einmal das gute Stück ausmachen. 7 Minuten hätten wir, bis es wieder zurückgeht. Aber das fahren wir jetzt nicht. Ja, das war's schon. Das war jetzt die Rücktour der Linie 733. Zumindest eigentlich nur der Abschnitt, der hier nachgebildet worden ist. Und zwar von der Mercedesstraße bis hierher zum Staufenplatz. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.